Wir möchten eine Buchung eintragen in unser Kassenbuch. Und zwar haben wir 200 € von dem Girokonto abgehoben und möchten das aufteilen. Einmal 100 € als Einnahme für den Sparbuch, für das Sparbuchkonto und 100 € als Einnahme für die Bargeldkasse. Dazu benutzen wir die nächste freie Belegzeile, das wäre hier die Zeile Nummer 7. Und da schreiben wir einmal rein, dass wir auch in dem Bereich Ausgabenbank einmal hier die 200 € entnommen haben, 200,00 und dann die Enter-Taste. Und dann haben wir einmal 100 € davon auf das Sparbuch, als Einnahme hier zu verbuchen, 100 €,00. Und dann haben wir noch einmal 100 € hier als Einnahme für die Bargeldkasse zu verbuchen. Da schreiben wir auch einmal 100 hin, 00. Und dann ist die Eingabe soweit eingetragen, die Geldbeträge. Jetzt geht es darum, Eintrag fehlt in Spalte A der einen Auszahlung. Und wir schauen einmal nach unsere Geldtransferarten. Wir haben also einmal hier mit der Art Nummer 12 eine Art Geldtransfer von Kasse, von Bank an Bargeldkasse, also von Girokonto an Bargeldkasse oder eben umgekehrt. Und diese Art, die wollen wir einmal dafür benutzen. Art Nummer 12, deswegen zeige ich hier drauf in dem Blatt Einnahmen-Ausgabenliste, würde dann hier einmal reinklicken auf die 12 und dann einmal die rechte Maustaste drücken und einmal auswählen, kopieren. Jetzt wird dieser schraffierte Bereich wird einmal kopiert, und zwar einmal die Zahl und die Hintergrundfarbe und auch hier einmal der Kommentar, den ich hier dazugefügt habe für dieses Feld. Das Ganze befindet sich jetzt im Computerzwischenspeicher und ich wandere jetzt von diesem Quellarbeitsblatt Einnahmen-Ausgabenliste zu dem Arbeitsblatt Kassenbuch. Da zeige ich drauf, klicke die linke Maustaste. Und jetzt möchte ich einmal an dieser Stelle hier von der Zeile mit der laufenden Nummer 7, Buchungszeile laufende Nummer 7, einmal in dem Feld Art einmal reinklicken und an dieser Stelle möchte ich einmal die Artnummer hier einfügen, die sich jetzt im Computerzwischenspeicher befindet. Deswegen habe ich hier einmal reingeklickt mit der linken Maustaste, klicke jetzt die rechte Maustaste und wähle einmal aus Einfügen. Jetzt ist einmal dieser Eintrag hier eingefügt und die Fehlermeldung ist hier weg. Damit ist die Zuordnung dieser Geldbeträge zu der Liste der Einausgaben einmal hier schon geschehen. Jetzt müsste ich nur noch einmal das Datum eintragen. Da trage ich einmal den 11.01.16 ein, drücke die Enter-Taste und dann noch einmal einen Text, zum Beispiel B Barkasse. Das hatte ich schon einmal geschrieben, deswegen hat er bis jetzt diesen Text hier gefunden. Barkasse und dann schreibe ich einmal dahinter plus Sparbuch aufgefüllt und dann einmal die Enter-Taste. Das soll einfach reichen als Text für diesen entsprechenden Beleg. Und zwar wird dieser Beleg jetzt ja gebraucht, einmal diese Belegnummer für eine Quittung, die ich selber ausfülle, von 100 € für die Bargeldkasse und von einer Quittung, die ich selber ausfülle als für die für das Sparbuch von 100 €, dass ich 100 € da ausgegeben habe, um das auf dem Sparbuch einzuzahlen. Das wäre jedes Mal diese Buchungsnummer, laufende Nummer 7 und auch für den Kontoauszug, da könnte ich dann diese laufende Nummer 7 verwenden als Zuordnung, dass sich alles diese drei Buchungen innerhalb dieser einzelnen Zeile hier tatsächlich auf diese Buchungsnummer hier
beziehen laufende Nummer 7. Das wollte ich Ihnen damit einmal sagen. Was hat jetzt das Ganze für Auswirkungen? Wir haben also einmal die Einnahmen für, also die, sagen wir erstmal andersrum, die Ausgaben des Kontos Bank, die würden sich jetzt um 200 Euro erhöhen. Gleichzeitig wird ja dadurch, dass der Betrag hier, wenn ich das hier zusammenrechne, habe ich auf der Einnahmenseite von dem Girokonto, von dem Bankkonto einmal am Anfang 1.100 gehabt, 1.200, 1.300, 1.400. Das wären dann die Einnahmeseite von der Bank. Wenn ich dann wieder hochscrolle und wechsle zu den Ausgaben für die Bank, dann komme ich auf 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro und 200 Euro wären 500 Euro. Wenn ich das zusammenzähle, ergibt das die Summe von 500 Euro. Und wenn ich von den 1.400 Euro Guthaben Ausgaben von 500 Euro abziehe, bekomme ich einen Betrag von 900 Euro. So, 900 Euro. Und diesen Betrag von 900 Euro, den müsste ich dann auch wiederfinden, einmal in dem Summenblatt. Das wäre einmal hier, das Summenblatt. Da hätte ich dann in der Zeile 24 zu dem aktuellen Girokontostand wären die 900 Euro. Das könnte ich dann überprüfen mit dem Kontoauszug, dass der zu dem Zeitpunkt, wo eben diese Buchung auch eingetragen ist, in dem Kontoauszug eben diesen Kontostand aufweist von 900 Euro. Dann wechsle ich wieder rüber zu meinem Kassenbuch und schaue die anderen Kontenstände an. Das wäre also einmal hier das Konto Sparbuch. Und wenn ich hier einmal zusammenrechne, was hier steht, was ja das Programm selber ja von sich aus macht, dann sind wir angefangen mit einem Geldbestand von 450 Euro. Da sind jetzt 100 Euro bei dieser Buchung laufenden Nummer 7, die wir ja gerade getätigt haben, einmal dazugekommen. Das wären also 450 und 100 wären 550 Euro. Ausgaben waren keine, sodass eben Ihr Bestand von 550 Euro hier erscheint. Und der erscheint auch einmal in dem Summenblatt. Da wären also hier jetzt in Zeile 25, wäre das aktuelle Bankguthaben, wenn es der letzte des Jahres wäre, der letzte Tag des Jahres, dann wäre das hier auch passend für 31.12. Ansonsten ist es der Zwischenstand, der immer nach der letzten Buchung hier für dieses Kassenbuch dann hier erfasst wird. Das wären hier die 550 Euro. Auch das könnte ich dann überprüfen, dass das auch eins ist. Und jetzt kommt als letztes kommt einmal noch das Konto Bargeld. Wir haben also einmal hier das Konto Kasse steht hier, damit ist die Barkasse genannt, das Bargeldkonto hier. Da haben wir auch einmal die Einnahmen, da sind wir angefangen mit 250 Euro. Und dann kam 100 Euro dazu, wären 350, 450, 550 Euro bis jetzt. Und diese 550 Euro stehen hier einmal als Einnahme. Dann wandere ich hoch, ich vergleiche einmal die Ausgaben, wie das Programm das eben auch tut. Und da wären also einmal 10 Euro und 20 Euro wären 30 Euro und 100 Euro wären 130 Euro. Und auch das wird hier zusammengezählt. Das brauche ich also nicht selber zu machen, das berechnet das Programm selber. Wichtig ist für mich einmal diese Zahl, die als Bestand herauskommt und die dann hier auch übergeben wird in den nächstfolgenden Seiten hier, Seite 2 und auch am Ende auf Seite 3, dann als Endergebnis vorliegen. So. Und diese Zahlen, die hier unten stehen, die werden dann übertragen in dem Summenblatt. Hier haben wir zum Beispiel eben einmal die 420 Euro, die jetzt in dem Bargeldkonto sind. Das ist einmal hier, wenn ich hier draufklicke auf das Feld, dann sehe ich hier oben, das ist das Feld F137 auf dem Arbeitsblatt Kassenbuch. Und wenn ich hier in dem Summenblatt einmal gehe, dann sehe ich das 420 Euro. Wenn ich hier einmal reinklicke, dann sehe ich, dass hier die Werte übernommen werden von dem Feld F137 aus dem Kassenbuch. Das ist praktisch 1:1 wird hier übertragen. Und dann sehe ich hier in dem Kassenbuch auch diese Werte. Und wenn ich jetzt einmal hier stehe, dann sehe
reinschaue, dann steht hier, bitte prüfen Sie Ihre Daten, bitte prüfen, da eine Differenz vorliegt. Es ist also eine Differenz hier, und zwar in dem Bargeldkonto. Das steht jetzt hier daraus nicht hervor, dass das hier in dem Bargeldkonto, anscheinend wird auch andere Sachen mit einbezogen, wenn da eine Differenz vorliegt, weiß ich jetzt nicht genau. Jetzt schaue ich einmal zu dem Zählbericht. Wir haben also festgestellt, das Programm hat ausgerechnet, es müssten in der Bargeldkasse 420 Euro sein. Wenn wir also jetzt einmal in dem Kassenbericht nachschauen, nein, nicht im Kassenbericht, in dem Zählbericht, das ist ja die Seite, wo wir hier alles zusammenzählen, dann stellen wir fest, dass wir hier als letzten Bestand des Bargeldkontos 320 Euro hatten. Also müssten wir noch einmal zum Beispiel diese 2 50-Euro-Scheine, die ja 100 Euro ergeben, einmal noch dabei tragen. Würden wir hier also eine 2 reinschreiben und dann wäre der Bestand von 420 Euro dann einmal erfüllt und wir würden dann hier nicht mehr haben, Bargeldbestand entspricht dem Kassenbuch. Was hatten wir vorher? Wir hatten vorher einmal, ich mache das nochmal weg, diese 2 50-Euro-Scheine, als wenn ich die noch nicht eingetragen hätte. Dann steht hier einmal, bitte prüfen, da eine Differenz vorliegt. Und das steht auch hier einmal in dem Summenblatt, Arbeitsblatt Summenblatt. Da steht auch, bitte prüfen, da eine Differenz vorliegt. So, und jetzt werde ich in dem Zählbericht einmal einbessern, dass hier noch 2 50-Euro-Scheine dazugekommen sind. Und dann wäre das Ganze ja 420 Euro dann. Und dann würde das hier stehen, Bargeldbestand entspricht dem Kassenbuch und auch in dem Summenblatt würde einmal stehen, Bargeldbestand entspricht dem Kassenbuch. Hier geht also nur hervor, dass der Bargeldbestand dem Kassenbuch entspricht. Hier geht nicht hervor, dass die anderen Konten dem Bestand entsprechen. Das muss ich selber kontrollieren, indem ich eben hier einmal auf diesem Summenblatt als Beispiel, bevor ich das Programm hier einmal abspeichere, den aktuellen Stand und dann das Programm schließe, dass ich vorher einmal überprüfe, entspricht der Kassenstand des Girokontos mit 900 Euro der Wirklichkeit, entspricht der Kassenstand des Sparkontos mit 550 Euro der Wirklichkeit und entspricht einmal der Bargeldkontostand nach der Zählung hier einmal auch dem Bestand. Und dann habe ich eben auch ein richtiges Ergebnis hier und kann das Ganze abspeichern. Jetzt würde ich also sagen, ich wäre jetzt hier fertig mit dem Kassenbuch, habe ich alles eingetragen, meine letzte Buchung steht hier drin und ich habe auf jedem Beleg hier die laufende Nummer hier einmal markiert, die für diesen Beleg gilt. Und dann würde ich einmal sagen, jetzt könnte ich das Ganze entweder hier unter dem gleichen Namen einmal auf Speichern zeigen und dann die linke Maustaste drücken. Dann würde das unter dem gleichen Namen einmal so gespeichert werden. Oder aber ich würde jetzt hier einmal auf die Schaltfläche Office zeigen und einmal auf Speichern untergehen und würde einmal dann hier das Ganze hier mit einem neuen Datum hier zum Beispiel versehen, könnte ich hier zum Beispiel den 12.10. hinzeigen und weiß damit, das ist jetzt der neueste Stand, den ich jetzt hier drin habe, um das vielleicht später noch einmal nachverfolgen zu können, wie der Kontostand zum 12.01.2016 war. Also in umgekehrter Reihenfolge habe ich geschrieben 2016, Monat 01 und Tag 12. Und dann könnte ich das Ganze einmal Speichern zeigen hier in dem Fenster Speichern unter und draufklicken und dann würde ich hier das Ganze jetzt hier so dargestellt haben. Er fragt mich, ob ich das weiterhin in dem gleichen Format weiterspeichern möchte und ich zeige einmal auf Weiter und klicke die linke Maustaste. Jetzt wird das Ganze so gespeichert und jetzt habe ich eine neue Datei, die nennt sich dann 2016-01 für Monat, minus 12 für den Tag, also 12.01.2016 und wenn ich jetzt das Programm einmal schließe, dann könnte ich hier jederzeit wieder drauf zurückgreifen, auf diese abgespeicherte Version, indem ich einmal hier, so wie ich das in anderen Videos erklärt habe, einmal auf
in dieser Tastleiste einmal hier zum Beispiel die Möglichkeit habe, kleines Kassenbuch, Version V03, dieser Ordner hier, dann eben zum Beispiel hier so drauf zugreifen könnte und dann hier sehe, das ist jetzt hier der neueste Stand, der sich hier in chronologischer, nee, in alphabetischer Reihenfolge hier eingeordnet hat, wie der Name der Datei ist. Also, und wenn ich jetzt hier einmal einen Doppelklick drauf machen würde, dann würde ich sehen, dass ich hier wirklich den neuesten Stand habe. Und wenn ich hier auf Maximieren gehe, dann habe ich das Ganze hier auch groß dargestellt. Das war also jetzt die Datei, die ich bearbeitet habe mit dem letzten Beleg. Aufteilen eines Geldtransfers in drei verschiedene Konten. Einmal als Ausgabe und zweimal als Eingabe von in bestehenden Konten. Also in diesen drei bestehenden Konten. Das soll es einmal gewesen sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.